Ich habe fast mein ganzes Leben in Hinatuan verbracht. Ich bin als fünftes von 11 Kindern in einer Fischerfamilie aufgewachsen. Es war nicht immer einfach. Gehungert haben wir aber selten. Mit 21 habe ich Tranquillo geheiratet. Er floh vor der Armut der Kokosnussbauern nach Mindanao. Kurz nach unserer Heirat bin ich krank geworden. Weil wir wenig Geld hatten, hat das unser Leben sehr schwierig gemacht. Die Aufstände und die illegalen Fischereimethoden mit Dynamit und Gift haben unser Leben zusätzlich erschwert. Die Überfischung hat dazu geführt, dass es immer weniger Fische gab. Tranquillo und ich haben uns mit Leib und Seele für den Schutz der Hinatuan-Bucht eingesetzt. Mit Hilfe der Organisation CERT haben wir in unserem Dorf eine Fischereigemeinschaft gegründet. Wir konnten die anderen davon überzeugen, an die künftigen Generationen zu denken und unsere Ressourcen nicht übermäßig zu strapazieren. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, Schutzzonen einzurichten, in denen der Fischfang eingeschränkt ist. Gemeinsam wachen wir über den Schutzzonen für den Fall, dass schamlose Fischer die Grenzen überschreiten. Manchmal begeben wir uns dabei in Lebensgefahr. Es gab sogar Fischer, die mit Revolvern auf uns schießen wollten. Dieser Kampf verlangt von uns viele Opfer. Doch wir wissen, dass wir am Ende alle von den Schutzzonen profitieren. Heute betreibe ich Biolandbau, führe einen Laden und gebe anderen Fischerinnen mein Wissen weiter. Ich lebe vor, was ich anderen beibringe. Nur so kommt es wirklich an.